Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Tatsächlich ist der PSG-Vorstand alles andere als zufrieden mit den Torhüterleistungen von Kevin Trapp und will diesen tatsächlich verkaufen. Die Begründung hierfür liege einfach darin, dass wenn man wirklich die beste Mannschaft der Welt werden möchte, man einfach einen besseren Keeper benötigt, der eben genau solche Patzer wie in der letzten Folge gegen den AS Monaco nicht macht. Erste Option hierbei soll tatsächlich unsere momentane Nummer 2 Areola sein. Zwar habe ich mein Bestes gegeben, dem Verein auszureden, dass Kevin Trapp eigentlich ein sehr guter Keeper ist und solche Fehler wie eben gegen Monaco nur Einzelfälle sind, aber der Vorstand hat sich alles andere als verhandelbar gezeigt und möchte den Spieler sofort verkaufen. Das ist natürlich vor allem sehr schade für Kevin Trapp, aber ich habe mein Bestes gegeben. Als Trainer steht man eben nun mal unter dem Vorstand und wenn der Vorstand einen Spieler verkaufen möchte, dann kannst du da als Trainer vor allem sehr wenig gegen machen. Das heißt, wir werden Kevin Trapp auf die Transferliste setzen und schauen dann mal, ob in den restlichen Tagen der Sommertransferphase, das sind jetzt noch 2-3 Tage plus eben noch der Deadline Day, ob da noch ein Angebot für unseren deutschen ehemaligen Erstkeeper reinkommt. Ansonsten haben wir für die heutige Folge neben dem Ende der Transferphase die Spiele gegen den AS Saint-Étienne, gegen den französischen Rekordmeister, das ist tatsächlich nicht Paris Saint-Germain, zumindest noch nicht. Das ist Saint-Étienne und in der Champions League geht es ran gegen den AS Rom. Das alles dann auf jeden Fall in der heutigen Folge zu sehen. Trainingseinheit werden wir natürlich mal ein bisschen ändern. Und zwar wird die Trainingseinheit jetzt erstmal folgendermaßen aussehen. Wir haben Kozawa, Kimpembe, zweimal Areola und Guedes und die Trainingseinheit sieht von den Noten ja auch wieder mal mittelmäßig aus. Des Weiteren könnt ihr natürlich sehr gerne mal wieder auf die heutige Folge der PSG-Karriere einen Daumen nach oben da lassen. Packen wir mal wieder die 3000 Likes, wäre mega nice von euch. Letzte Folge haben wir das Ganze sehr knapp geschafft. Mal schauen, wie das Ganze diese Folge aussieht. Die haben ein Transferangebot und das ist nicht für Kevin Trapp. Das ist ein Leihangebot für unseren Linksverteidiger, 19 Jahre jung. Touré ist sein Name und den werden wir natürlich verleihen. So, da sind wir am Deadline Day angekommen. Die Top-Transfers: Neymar zu Paris Saint-Germain, Di Maria zu Barcelona und Bale zu Paris Saint-Germain. Also in allen Top-Transfers sind wir vertreten. Also bisher muss man ganz ehrlich sagen, ist das der langweiligste Deadline Day, den ich jemals gesehen habe. Außer der Transfer von Mesut Özil eben gerade zu Barcelona. Das ist relativ interessant. Aber ansonsten ist irgendwie nicht viel Interessantes passiert. Wir haben noch ein Leihangebot erhalten vom FC Valencia für Giovanni Lo Celso. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. So habe ich das Ganze mindestens den Kommentaren entnommen. Einjahresleihe werden wir mal akzeptieren, denn der scheint echt ein ziemlich krasses Talent zu sein und könnte uns in der Zukunft einiges weiterhelfen. So, das war's mit dem Transfer Deadline Day. 200 Millionen wurden am Ende nochmal ausgegeben. Jetzt kein wirklich spektakulärer Deadline Day gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen, der Kader steht und wir starten jetzt mal rein, aber so richtig in die Saison. Und wir starten so richtig rein mit einer ganz schön schlechten Nachricht und zwar hat sich Krychowiak mit einer Außenmannverletzung für 2 Monate verletzt. Ganz bittere Nachricht. Vor dem Spiel ist halt hier nochmal eine ganz kurze Trainingseinheit, die eben auch das erste Upgrade für Areola enthält, nämlich von 81 auf 82. Was jetzt vor allem blöd ist an der Verletzung von Krychowiak, ist, dass es so einer wäre, den ich jetzt gerne gegen Saint-Étienne eingesetzt hätte, aber das heißt, da muss wahrscheinlich ein Stammelfspieler ran, denn gegen Saint-Étienne werden wir eher mit B-Besetzung rangehen, um dann natürlich frische Kräfte zu haben für das Champions-League-Spiel gegen den AS Rom. Ich würde mal sagen, ich gucke jetzt einfach mal, wer spielen wird und wir sehen uns gleich wieder. So oder so ähnlich werden wir dann ins Spiel reingehen gegen den AS Saint-Étienne mit einer komplett neuen Formation im 4-1-2-1-2. In der zweiten Variante haben wir eine komplett neue Viererkette oder fast komplett neu. Marquinhos, Kimpembe, Meunier und Gaillard. Davor dann wiederum im Viererzentrum Verratti, Thiago, Goretzka und Draxler und vorne im Sturm jetzt mal ein bisschen zum Ausprobieren. Beide die Diaw-Keita und Guedes vorne im Sturm drin in der Doppelspitze. Bin ich sehr gespannt drauf, wie wir spielen werden und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel und sehen uns gleich wieder gegen den AS Saint-Étienne. Also ich hoffe einfach mal für meine Mannschaft, dass das Spiel besser laufen wird als gegen Monaco im letzten Ligaspiel. Für die Leute, die die letzte Folge verpasst haben, die wissen natürlich nicht Bescheid. Das war ein absolutes Debakel, was wir da erlebt haben. Offensiv sowie defensiv, vor allem auch von der Keeperleistung war das Ganze auch nicht perfekt. Deswegen bete ich einfach mal für die Jungs, die heute von Anfang an spielen. Und da ist schon direkt die erste Gelegenheit von Balde Diaw-Keita. Aber Ruffier kann das Ganze nochmal parieren, dass es heute besser laufen wird. Und das war doch schon mal ein gar nicht schlechter Anfang. So, das Ding spielen wir mal kurz hier auf Thiago, der auf Meunier. Der legt ihn nochmal zurück für Guedes und der macht das 1-0 in der 32. Minute. Sehr schön gespielt. Erst der Pass auf Thiago, dann eben auf Meunier.
Der kann den Ball mit seinem Körper hier wunderbar behaupten und legt ihn dann eben ab auf den ansprintenden Gedesh. Und der haut das Ding voll Karacho rein ins Tor. Keine Chance für Refier, den Ball hier irgendwie noch zu bekommen. Sehr schön gespielt und da ist auch die wohlverdiente Führung für unsere Mannschaft. Sehr nice gemacht und so kann es natürlich gerne weitergehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Tore. Ja, Gedesh lässt sich hier nicht abdrängen auf der Seite. Flanke auf Thiago und da gibt es den Elfmeter. 36. Minute, das Unglück für die Gäste geht weiter. Elfmeter, den Thiago hier rausgeholt hat. War aber auch ein bisschen unglücklich, also der trifft da jetzt nicht unbedingt, obwohl, na gut, der trifft schon Thiago ein wenig. Betonung liegt auf ein wenig. Also der trifft ihn da doch schon deutlich. Und jetzt eben die Frage, wer darf antreten zum Elfmeter? Keiner hat ihn wirklich, obwohl, doch. Thiago hat einen besonderen Wert. Rausgeholt hat er den Elfmeter. Das heißt, er darf ihn auch selber schießen und hoffentlich, ja, verwandeln oder auch nicht. Alter Schwede, kann ich keine Elfmeter schießen. Das ist echt schlimm. So, und damit ist die erste Halbzeit hier für uns beendet. Bisher eine 1-0-Führung, hätte aber auch mehr sein können. Keita mit vergebenen Chancen, Thiago mit dem verschossenen Elfmeter. Also da kommt einiges bei rum, wo wir vielleicht auch hätten 3 oder 4-0 führen können. Aber jetzt einfach in die zweite Halbzeit gehen, am besten den Sack zumachen und die 3 Punkte mitnehmen. Stark den Ball geholt von Meunier. Keita, sehr schöner Pass auf Gedesh. Der wieder zurück auf Keita. Der kann sich hier im Laufduell durchsetzen und macht das 2-0. In der 52. Minute sehr stark gemacht von Balde Diao Keita. Nach Vorarbeit von Gonzalo Gedesh, der heute quasi zum Man of the Match mutiert. Erst das Tor zum 1-0 geschossen, jetzt die Vorlage zum 2-0. Der Junge hat auf jeden Fall Potenzial und das zeigt er hier auch mal wieder. Keita natürlich auch mega stark, kann als Stürmer linker und rechter Flügel spielen. Also der Junge ist flexibel einsetzbar und kann auch Tore schießen, wie man hier sehen kann. 2-0 für Paris, so kann es gerne weitergehen und mal gucken, vielleicht folgt auch noch ein drittes und viertes Tor. Jetzt geht's ganz schnell. Keita, Draxler mit viel Platz, zu viel Platz und da ist das 3-0. 2 Minuten später und da ist Julian Draxler mit dem Tor Nummer 3 für die heutige Folge. Also man merkt schon, Saitien hat langsam aber sicher das Spiel aufgegeben. Keita mit der Vorarbeit auch jetzt hier mit Tor und Vorlage. Draxler eben mit dem schwachen linken Fuß müsste es sein. Ins lange Eck, Ruffier immer wieder ohne Chance. Der wird da aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, von der Abwehr ein wenig im Stich gelassen. Ich weiß nicht, warum so ein krasser Keeper wie Ruffier weiterhin bei Saitien bleibt. Ist es die Liebe zum Verein? Ist es, weiß ich nicht was. Vielleicht weiß es einer von euch ja. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst. Warum so ein guter Keeper wie Ruffier eigentlich immer noch bei Saitien ist, würde mich echt mal interessieren. Aber na gut, uns soll es ja nicht stören. Wir führen immer ein 3-0. Oh, da ist Saibé und da ist das Tor für Saitien. Natürlich ein bisschen Ergebniskorrektur. Mehr ist es dann letztendlich nicht. Ja, ein bisschen belastend. Also ich wollte schon ganz gerne zu 0 spielen. Das ist dann leider hier mal wieder nicht der Fall. Aber okay, muss man halt auch mitleben. Ja, gut, da wird aber die Nummer 8. Wer ist das? Goretzka von 2 Leuten gleichzeitig belagert. Keine Schulter bei Goretzka. Ich meine, 2 Leute auf einmal kann man halt eben nicht decken. Einer kommt dann zum Kopfball. Der ist richtig gut geschossen, der Ball. Und dementsprechend auch im Tor. 3-1. Saitien mit dem Anschlusstor ist es nicht, mit dem 3-1 einfach. So, und da ist wieder Balde Diao Keita, passt in die Mitte, Gedesh und da ist das 4-1. Balde Diao Keita, Man of the Match. Oder vielleicht Gedesh, ich weiß es nicht. Einer von den beiden ist es auf jeden Fall. Beide heute in der Doppelspitze mit einem richtig starken Spiel. Das kann man auf jeden Fall sagen. Keita, passt in die Mitte und da steht Gonzalo Gedesh am Langpfosten und muss den natürlich nur noch reinschieben oder reinbolzen, wie man das Ganze auch immer machen möchte. Ruffier natürlich mal wieder ohne irgendwelche Chance, den Ball hier irgendwie zu parieren. Und damit gehen wir mit 4-1 wieder mal in Führung. Ja, oder vielleicht nochmal ein Schuss hier von Marco Verratti. Und was ist das für ein Tor? Ach du Scheiße, Marco Verratti wollte auch nochmal netzen heute. 5-1 in der Nachspielzeit. Was war das bitte für ein Tor von unserem Kapitän hier? Marco Verratti, was ein Schuss. Der Schuss geht einfach straight rein ins Tor. Wunderbares Ding von Marco Verratti. Der wollte auch nochmal netzen und das hat er dann auch erfolgreich getan. Sehr schön. So, und damit beenden wir das Spiel hier. 5-1 Sieg für unsere Pariser Truppe. Sehr stark gemacht. Vor allem, dass wir eher mit Rotation heute in dieses Spiel reingegangen sind. Vor allem dieser Mann hier, Balde Diao Keita. Sehr starke Spielleute neben Gedesh unter anderem. Oder auch eine Meunier, Goretzka. Da haben mir heute auf jeden Fall einige sehr gut gefallen und haben sich ein wenig empfohlen für die erste Mannschaft, für die Startelf. Muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sich einige echt empfohlen. Mal schauen, wie das Ganze jetzt in der Zukunft aussehen wird. Aber vor allem, wenn diese B-Mannschaft so weiterspielen wird,
dann haben da einige echt eine ziemlich gute Chance auf die erste Mannschaft. Und zwar, wenn wir diese Worte direkt mal in die Tat umsetzen und lassen gleich drei, oder sind es vier, es sind tatsächlich eins, zwei, drei, drei Spieler von der eigentlichen B-Mannschaft jetzt hier in der A11 spielen. Für das Spiel gegen den AS Rom, Formationswechsel mal wieder am Start. Und zwar gehen wir ran im 4-2-3-1 mit Areola, Marquinhos, Silva, Meunier, Gaia, also die beiden Außenverteidiger sind jetzt einfach mal drin geblieben. Und auf der Doppel-6 haben wir heute nicht Thiago und Verratti, sondern Verratti und Goretzka. Dafür geht Thiago eben eine weiter nach vorne, neben Neymar und Bale heute auf der 10 von Anfang an. Hinter Aubameyang, der natürlich mal wieder vorne von Anfang an für uns stürmen wird. Das Ganze heim geht es ran gegen den AS Rom. Ich würde sagen, wegen rein ins Spiel und sehen uns gleich wieder. Das allererste Mal Champions League hier in der Paris Saint-Germain-Karriere. Es geht ran heim gegen die Roma aus Italien. Ein alles andere als auf die leichte Schulter zu nehmender Gegner hier für uns in der Champions League. Wir haben eigentlich eine relativ einfache Gruppe. Das kann ich euch sagen, also denke ich mal zumindest. Könnte aber auch sein, dass wir eine ziemlich schwere Gruppe haben. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen ganz kurzen Blick auf unsere Gruppe, damit ich auch, ja, mich vergewissern kann, ob das gerade, was ich gesagt habe, stimmt oder ob das Ganze falsch war. So, da haben wir unsere Gruppe, ist gar nicht so einfach, aber auch nicht die schwerste, zusammen mit dem FC Porto, der AS Roma und RB Salzburg. Rom, die haben auf jeden Fall einige sehr starke Spieler, unter anderem der hier, der momentan in echt ziemlich am Eskalieren ist. Nein, nicht der da, sondern der davor. Edin Dzeko, der momentan in echt, ja, wieder zurück an seine alte Form quasi kommt. Wie damals in Wolfsburger Zeiten, momentan bei der Roma, unglaublich am Eskalieren in der Liga. Weiß ich nicht, wie viele Tore. Ich glaube, knapp 30 müssten es mittlerweile sein. Wir haben natürlich auch keine schlechte Mannschaft. Eigentlich auch die bessere Mannschaft von der Qualität her. Also ein Sieg wäre heute eigentlich schon Pflicht für uns. Deswegen gehen wir rein ins Spiel, sehen uns in der ersten Szene wieder und dann würde ich mal sagen, los geht's. Oh, Dzeko jetzt hier nach vorne und der Schuss. Oh mein Gott, was ist das für ein Schuss von Edin Dzeko? Holy Shit, was ist das bitte gewesen? Also okay, den darf man natürlich nicht so frei stehen lassen, aber der ist gerade am 16er und da haut er so ein Ding raus. Holy moly. Ich glaube, damit hätte niemand von uns gerechnen können. Wirklich, niemand. Wie kann man mit so einem Schuss bitte rechnen? Also ganz ehrlich, für das Tor kann man jetzt niemanden irgendwie kritisieren, weil das ist einfach ein Schuss, das ist ein Sonntagsschuss, ganz ehrlich. Den machst du vielleicht einmal in der Saison und das war eben in dem Fall das eine Mal für Edin Dzeko. So, komm schon, Neymar, das ist jetzt relativ viel Platz, den er hat. Neymar mit dem Abschluss und das ist auch ein absolutes Traumtor von Neymar Junior. Ganz stark gemacht, 22. Minute, Ausgleich für Paris Saint-Germain. Und das wollen wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung ansehen. Genial, das zeigt einfach mal wieder nur, wie klasse Neymar eigentlich ist. Da stehen eigentlich drei Verteidiger vor ihm. Das sieht eigentlich ziemlich aussichtslos aus. Aber dann der Abschluss an allen drei vorbei. Und Szczęsny auch ohne Chance ins lange Eck das Ding. Und da ist der Ausgleich für PSG. Na gut, Bale, da sollte der Kopfball natürlich nicht hingehen. Komm, nein, jetzt nicht wieder so ein Sonntagsschuss. Nicht wieder, Alter! Man kann es auch mal übertreiben mit diesen Sonntagsschüssen. Was ist das denn bitte? Stefan El-Sharawi, der haucht den einfach wieder so rein. Holy shit. Was soll man denn gegen solche Dinger machen? Ganz ehrlich, Leute, was soll man dagegen machen? Schaut euch das einfach an, wie der reinfliegt. Da kannst du nichts dagegen machen. Zweimal kommt unser Scheißgegner hier zum Schuss. Zweimal ist es einfach ein absolutes Traumtor. Da kommt dein Gegner wirklich nur zweimal zum Schuss. Und das nicht mal im 16er. Und dann geht der Ball einfach zweimal rein. Das ist echt unglaublich. So viel Glück muss man auch erstmal haben. Ersten 45 Minuten vorbei, was soll ich sagen? Wir sind die bessere Mannschaft, klar die bessere Mannschaft. Rom kam zweimal nach vorne und was sind das für Tore gewesen bitte? Ich komme immer noch nicht darauf klar. Entweder ich werde hier vom Spiel beschissen, weil meine Dinger nicht reingehen und der Keeper vom Gegner alles hält. Oder der Gegner einfach komplett, weiß ich nicht, was für Tore schießt. Nee, da fehlen mir echt die Worte, Leute. Da fehlen mir echt die Worte. Boah, da oben ist ganz schön viel Platz für Bale, komm schon. Das ist deiner, sehr stark gemacht, auf den anrauschenden Aubameyang und da ist der Ausgleich. 66. Minute, es hat ein bisschen was gebraucht, aber dann kommt irgendwann auch endlich mal die Situation, wo der Ausgleich kommt. Dankeschön, wirklich, danke sehr, dass das funktioniert hat. Hätte mir auch ganz ehrlich vorstellen können, dass Szczęsny hier nochmal eine absolute Glanztat raus hat, aber da ist Aubameyang und da ist der Ausgleich. Ja, Schiedsrichter pfeift ab, während wir gerade noch in der Rom-Hälfte sind. Keine Ahnung, wie das wieder zustande kommt, es ist mal wieder FIFA. Wir spielen nur 2-2 gegen Rom und ganz ehrlich Leute, ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung gewesen. Das war keine schlechte Leistung, das muss man der Mannschaft lassen, denn wenn man so zwei Tore kassiert, dann kann man halt nichts gegen machen so. Ich meine, ihr habt die Tore gesehen. Ich meine, wenn ich gerade darüber rede, fehlen mir schon wieder halb die Worte. Das ist echt schlimm. Was waren das bitte für Tore? Vor allem von El-Sharawi und Dzeko. Okay, von Dzeko vielleicht noch ein bisschen verständlich, aber El-Sharawi, dass er da so ein Ding raushaut, das ist einfach FIFA. Wenn das passiert, weißt du einfach, dass du FIFA spielst. Aber gut, was will man dagegen machen? Einfach Kopf unten halten und weitermachen. Schaut euch diese Statistiken an, das ist echt... Oh.
Hart zu glauben, dass wir das Spiel gerade eben einfach 2-2 gespielt haben. Aber gut, das muss man halt leider schlucken. So, nächstes Ligaspiel auswärts. Bei Cayenne gehen wir natürlich mal wieder mit bester Besetzung rein. In der Auswärtssimulation schauen wir dann mal, wie wir so spielen gegen die Mannschaft, wo unter anderem auch Kanté herkam. Dann eben zu Leicester City gewechselt. Der Rest, würde ich mal sagen, ist Geschichte, was N'Golo Kanté betrifft. Jetzt, ja, zum zweiten Mal jetzt hintereinander schon Meister geworden mit Chelsea. Davor eben mit Leicester. Da ist Neymar mit dem 1-0. Sehr schön. Kann gerne so weitergehen. Ich überspringe das Ganze einfach mal und wir gewinnen 2-0 Meunier. Ja, weiß ich mal wieder als Torschütze. Wer sich übrigens noch daran erinnern kann, dass Meunier ja auch in der FIFA 16 Karriere ein kleiner Goalgetter war, der schreibt an der Stelle einfach mal Hashtag FIFA 16 in die Kommentare. Und an der Stelle würde ich mal sagen, war es das für die heutige Folge des FIFA 17 Paris Saint-Germain Karrieremodus. Falls euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, ist ja momentan eine ziemlich gehypte Serie hier auf dem Kanal. Könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. 3000 Likes auf die heutige Folge wären mal wieder absolut nice von euch. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und ciao.